Wir stehen immer noch im Turm der Banditen und wie ihr seht, ich habe die Zeit ein bisschen verstreichen lassen, einfach weil ich ja wieder die Werwolfform zur Verfügung haben möchte, während wir uns hier gerade so ein bisschen im Lager des Feinds bewegen und ja, safety first. Oh, Freya, bist du wieder da? Ja, schön, dass du mal aufgeschlossen hast. Wurde aber auch mal Zeit. Ja, ihr habt es ja mitbekommen. Freya hat uns so ein bisschen im Stich gelassen hier bei den letzten Kämpfen. Hat mir nicht so ganz gefallen. So, Truhe. Gold, Rolle der Harmonie, Zaubertrank der... Oh, eine Ebenerzrüstung. Ja, holla, die Waldfee. Nehmen wir mit. Das Problem ist jetzt aber, jetzt haben wir zu viel. Das heißt, wir lassen diese andere Rüstung, die ja hier irgendwo die... Wobei, wir könnten ja mal clever sein und einfach die andere Sache einlagern. Und vielleicht kommen wir dann später einfach zurück und holen uns die andere Rüstung hier raus. Das heißt, wir lassen mal die Knochenrüstung hier, den Helm... Die Stiefel und ja, hier kommen den Onyx. Und schon können wir uns wieder frei und fröhlich bewegen. So, hier ein paar Tränke nehmen wir auch. Großer Sack, was ist da drin? Eine Karotte, ja, für Schattenmähne, wenn wir irgendwann mal zurück in die alte Welt kommen. So, so hier ist jetzt die Brücke. Ist, oh, da hinten ist ein Tempel, ist da sogar. Ja, sieh mal einer an. Ja, gucke mal. Das Blutkaldenhügelgrab. Ja gut, in Hügelgrab wollte ich jetzt nicht rein. Wir sind ja immer noch auf dem Weg zum, zum Stein. Aber es ist natürlich gut, das entdeckt zu haben. Da können wir später vermutlich auch mit Schnellreise hin. Ja, genau. Sehr schön. So, ist der Sprung zu... Ja, der Sprung ist zu hoch. Und wer meine... Können wir einfach rüber? Und wer irgendeine andere Let's Play-Reihe von mir schon mal gesehen hat, der weiß, wenn es aus Sprünge aus großer Höhe geht, da bin ich ganz, ganz schlecht. So, Nierenwurz nehmen wir uns mal mit, Stachelgras auch. So, und dann geht's weiter. Ist er da oben auf dem Felsen, der Windstein der Finale? Das ist mir natürlich schlecht, wenn ich jetzt hier an der Küste entlang laufe und am Ende muss ich auf dem Felsen. Und es gefällt mir auch nicht, dass ich hier gerade... Ah, ich muss doch nicht durchs Wasser. Aber ich glaube, wir können hier hoch irgendwo... Vielleicht auch nicht. Schauen wir mal. Vielleicht kommen wir ja hier irgendwo hoch. Weil ich will nicht am Ende sehen, dass ich hier auf eine obere Ebene muss. Und ich komme da nicht mehr hoch, weil ich gerade am Strand bin. Ich höre aber Freya gerade nicht. Freya ist schon wieder weg. Freya ist in letzter Zeit awesome, muss man einfach sagen. Weil die nie da ist, wenn ich sie brauche. Und gleich werde ich sie definitiv brauchen, wenn es um den Windstein geht. Deshalb, so ganz gefällt mir das nicht. Vielleicht muss ich da mal wieder gleich, bevor wir... Oh, ich sehe schon wieder Gegner. Ich sehe eine Mine und ich sehe Gegner. Ja, nehmen wir mal den oberen Weg und... Ah, wir sind schon entdeckt. Okay. Irgendwo hier... Ich bleibe jetzt erstmal hier oben. Dann können wir immer noch runtergehen. Solange uns niemand angreift, greifen wir auch niemanden an. Können ja auch irgendwelche Tiere sein. Müssen ja nicht immer richtige Gegner sein. So. Na, Windstein, wo hast du dich denn versteckt? Ist auch im Arsch der Welt sozusagen. Und also, oh, da oben haben wir auch einen Turm oder ein Denkmal. Das Kuriose ist ja wirklich mit diesen Windsteinen. Je näher die am Wasser gebaut sind, ich glaube, desto mehr Gegner kommen auf uns zu. Beim letzten Mal, glücklicherweise, war es nur ein Gegner, der rauskam. Da waren wir auch nicht wirklich am Wasser. Diesmal sind wir, ja, hier quasi direkt am Meer. Also ich weiß noch nicht ganz... Ist das ein Bug oder... Da finden Kämpfe statt. Wir speichern mal. Wir speichern erstmal und dann werfen wir uns da mal ins Vergnügen rein. Keine Ahnung, wer da kämpft. Könnte für uns natürlich ganz praktisch sein, wenn sich irgendwie zwei Parteien bekämpfen. Wir gehen rein, machen den Windstein platt und hoffen einfach mal darauf, dass alle mit draufschlagen. wenn nicht, dann habe ich ein Problem. Hoffen wir erstmal das Beste. So, ja, gehen wir mal runter. Oh, die Kämpfe sind, glaube ich, vorbei. Ja, und wir haben den Wasserstein entdeckt. Also, ich wollte warten wegen Freya. Das heißt, wir warten einfach mal ein paar Stunden. Dann müsste Freya auf jeden Fall da sein.
Denn ohne Freya möchte ich ungern jetzt in den Kampf reingehen. Also, ihr wisst ja, mit Bogen und Nahkampf, das ist echt so eine Sache, die ich ungern mache. Und das hat mich schon beim letzten Mal so ein bisschen gestört mit den Banditen. Das Problem ist einfach, dass, ja, das ist noch keine von. Ich meine, ich habe diesen Streitkampf von Molag Bal, aber ich finde, ich mache da nicht so, so wirklich viel Schaden mit, als dass ich jetzt komplett zufrieden wäre. So, 8, 9. Ja, komm, Freya. Na, ich habe dich doch dein Messer. Ja, da bist du. Sehr schön. Wer. What? Wer greift. Oh! Kultisten. Kultisten. Ja, das sind die, die beim letzten Mal schon tot waren. Ja, ich gebe es dir gleich, wenn du mir hier Freya um die Ecke bringst. Die brauche ich gerade noch. Ja, die verfluchten Kultisten. Deswegen waren die auch bei der letzten Stätte. Tisch. Oh, was ist das denn hier? Ein Drosselei? Bei der letzten Stätte schon tot. Vermutlich haben die sich einfach mit den umliegenden Leuten angelegt und auf den Sack bekommen. Freya, steh nicht so doof im Weg rum. So. Ja, dann mal gucken, dass wir hier den nächsten Windstein befreien. Das hätten wir. Um diese Welt geschehen. Ja, und wenn jetzt. Mal gucken, kommt einer, kommen mehrere. Wie viele sind es diesmal? Erstmal einer. Das heißt, wir bleiben fürs Erste jetzt erstmal auf. Brauchen wir die Wolfform noch nicht. Kollege, du legst dich hier mit der falschen Frau an. Also, damit meine ich nicht mich, damit meine ich Freya. Nur so als Info. Boah, und Freya wieder im Rage-Modus. Holy shit. Wow, 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 wow. Wow! Ja, nee, ist klar! Ja, nee, ist klar! Ein Drache! Ja, nee, ist klar! Als wären die Schleicher nicht schon schlimm genug. Und ich habe noch einen Schleicher irgendwo auf der Karte gesehen gerade. Na, komm runter, Drache. Ernsthaft. Was ist passiert? Ja, was passiert ist relativ einfach erklärt. Ja, komm doch mal hier hin. Hab da was für dich. Ja, aber du scheinbar auch für mich. Verdammt. Nicht gut. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. So. Na, wo ist er? 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 Da unten. Sag doch was, Kleiner. Ja, ich sehe nicht, wohin ich schieße, aber ich schieße einfach mal drauf. Oh, Freya, du bist mir direkt. So. Ich glaub's euch, ey. Schleicher und ein Drache. So, jetzt gib mir die Drachenseele. Was passiert denn da? What? What? Wie, die gehört dir? Are you kidding me? Jetzt haben wir ein Standbild, oder wie? Ist ja nicht, wir haben einen Freeze an der Stelle. Ja, wir haben gerade einen Freeze, wir hören aber noch was, was noch nicht das Ende hier gerade bedeutet. Aber ja, es tut sich gerade nichts mehr. Die PS3 hat sich aufgehangen. Sehr schön. Nicht nur, dass Mirak uns hier scheinbar eine Drachenseele klauen wollte. Scheinbar hat sich auch die PS3 aufgehangen. Wir bleiben mal drin, auch wenn ihr jetzt gerade nur ein Standbild seht. Mir geht das ähnlich. Ja, das wird ein kurzer Part heute. So viel steht schon mal fest, wenn, wenn das jetzt hier wirklich der Fall sein sollte, dass die PS3 sich aufgehangen hat. Was natürlich schlecht ist, weil da müssen wir diesen ganzen Windstein nochmal machen. Ja, aber hier tut sich wirklich nichts mehr. Also ich kann auch die PS-Taste drücken. Ja, das ist natürlich so ein bisschen doof, denn es bringt euch jetzt auch nichts, wenn ich die Konsole komplett neu starte. Wobei es vielleicht mal ein ganz interessanter ja, Prozess sein könnte. Ja, also... Wir sehen es, es tut sich hier nichts mehr. Wisst ihr was? Ich starte mal eben die Konsole neu. Ich bin in einer Sekunde wieder da.
Ich bin wieder da. Super epischer Moment und dann passiert sowas. Ich musste mal eben kurz ja, durchs halbe Wohnzimmer, um meine Konsole neu zu starten. Und ihr seht, ich bin gerade in meinem Dashboard drin und wir werden jetzt direkt das Ding nochmal starten und mal gucken. Ja, vielleicht hat ja irgendwas gespeichert. Ist momentan so ein bisschen meine Hoffnung, um ehrlich zu sein. Ansonsten, ja, wäre das ein kleines Problem, was wir momentan haben. Denn ich kann, ja, natürlich kann ich die Videos wieder in eine Videobearbeitungssoftware reinwerfen, aber ich finde, wenn solche Fehler drin sind, ist das doof, aber naja gut, es bringt uns jetzt auch nicht um, wenn wir jetzt hier 2, 3 Minuten ein Video verlieren. Ist halt jetzt so ein bisschen alles improvisiert. Ja, das ist natürlich echt. Also ich bin jetzt ja eigentlich relativ froh, weil jetzt mal abgesehen von vom ersten Part, wo damals ja alles irgendwie festhing. Ihr erinnert euch, als ich ins Wasser gegangen bin, die Konsole fror ein. Das war schon so ein bisschen sehr nervig. Und aber seitdem haben wir eigentlich keine Bugs mehr großartig erlebt. Einmal, als wir zum Schiff kamen, da fror das Spiel so ein bisschen ein. Aber das war's dann auch. Und jetzt müssen wir natürlich wirklich mal schauen, was wie es hier aussieht, so in Bezug auf Safe Games. Ich vermute einfach, wir haben den letzten normalen Safe vor dem Windstein. Und das wird heißen, ja, nochmal beides besiegen. Also sowohl den Schleicher als auch den Drachen. Und das ist natürlich auch echt so ein bisschen doppelt gemoppelt, um mal ganz ehrlich zu sein. Gefällt mir nicht. Also gerade, weil es jetzt einfach ein cooler Moment war. Deswegen, ich könnte jetzt auch einfach sagen, wisst ihr was, ich kloppe das Video in der Tonne und ich habe ja ein Safe-Game, was vom Windstein ist, was soll's. Das machen wir einfach nochmal, aber ehrlich gesagt will ich das nicht. Also ich will euch dann auch nicht weiß ich nicht, irgendwie den Weg betrügen und alles. Also wir gucken jetzt einfach mal und im Notfall machen wir es nochmal und wenn es nochmal einfriert, dann haben wir ein Problem. Aber zum aktuellen Zeitpunkt, ja, hoffen wir einfach mal das Beste. Aber was mich jetzt wirklich überrascht hat, ist, dass Mirak plötzlich auftaucht und uns hier eine Drachenseele klaut. Also wir haben ja schon 2 Drachen besiegt, warte mal, wo haben wir denn die beiden Drachen besiegt? Hatte ich noch eine Drachenseele? Ich glaube, einen hier und einen in der alten Welt und nie ist Mirak aufgetaucht. Das ist natürlich krass, dass der plötzlich auftaucht und die Drachenseele klaut. Ich meine, lohnt sich dann überhaupt noch irgendwelche Drachen zu bekämpfen? Kriegen wir die vielleicht wieder, wenn wir Mirak besiegen? Das könnte natürlich sein. Passiert das jedes Mal? Fragen, die ihr mir nicht unbedingt beantworten müsst, weil ich möchte das natürlich selbst rausfinden, aber ja, wir sehen es, wir stehen nochmal vorm Stein. Und wenn die Welt erst sieht. So, das heißt, hier unten ist wieder ein Kultist. Und wenn die Welt sich erinnert. Na, wo ist er? Da ist er. Dann ist es um diese Welt geschehen. Boah, Kultist, geh mir nicht auf den Keks, ey. Ich bin gerade epist. Weil dein Herr und Meister meine Konsole zum Absturz gebracht hat. So. Gut. Ja, jetzt müssen wir natürlich wieder warten, bis Freya da ist. Also das gleiche Spiel, was wir schon mal. Wir warten mal bis Tagesaufgang. Bis Sonnenaufgang ist. Und da steht natürlich jetzt Sonnenaufgang, aber es ist der 26. Sonnenaufgang im Spiel. Also wir warten jetzt einfach mal, dass die Nacht vorbeistreicht. Wir sehen es ja PM, also wir haben jetzt gerade Mitternacht. Dong, dong, Undertaker Time. Warten jetzt bis morgen ist und dann versuchen wir es nochmal. Und ich werde dann wirklich kurz vorher speichern. Denn ich vermute einfach mal, dass der Drache, der hier rumfliegt, kein Zufall war. Fliegt der vielleicht hier schon in rum? In seinem Schrein. Nee, jetzt gerade sehe ich es nicht. Aber wir speichern mal ganz kurz, dann haben wir... Ja, also für den Fall, dass er jetzt nochmal abstürzt, dann haben wir wirklich ein Problem, glaube ich, im Rahmen der Reihe, weil vielleicht, ja, sollte ich einfach nicht so nah dran stehen, wenn diese... Man muss ja schon zugeben, wenn eine Drachenseele überspringt, dann ist das relativ, naja, aufwendig grafisch und, ich will jetzt nicht sagen, dass es eine Entschuldigung dafür sein kann, dass sowas passiert, oder eine Entschuldigung sein darf, besser gesagt, aber das könnte natürlich eine Erklärung sein, warum es so ist. Dass wirklich zu viel passiert ist, ich stand zu nah dran, ja, wobei es auch lahm ist, dass ich eine Ausrede dafür finden muss, dass ein Spiel Bullshit macht. So, wir laden schon mal den Pfeil, denn wir wissen, da kommt gleich der Schleicher um Ecke. Um Ecke. Genug, genug, ich ergebe mich. Ja, ja, ergib dich mal. Freya, kämpf mal ein bisschen hier. Ja, komm, der Schleicher kann doch nichts. Boah, Freya ist echt awesome. Die Dame, also eins steht fest, könnte ich hier mehr als eine Ehe im Spiel haben, dann
So, ja. Und natürlich. Klar, Mr. Drache. Ja, also das ist wirklich aneinander gebunden. So viel steht schon mal fest. Warum lässt er sich denn da hinten nieder? Oh, der kämpft gegen irgendwas. Na gut, soll uns nicht stören. Wir feuern einfach mal mit drauf. Ja, und ich ziehe immer ein bisschen höher. Wunder. Oh, der kämpft da hinten. Sollen wir da mal... Ja, kommt der zurück, oder? Ja, komm, du kommst doch mit Sicherheit zurück, Kleiner. Jutentag. Oh, oh. Ja, vielleicht nicht direkt vor mir. Ich frage mich, ob wir Mirak damit überlisten können, dass wir vielleicht einfach... So, Drache ist tot. Warten mal. Da ist er. Jetzt ist er zwar tot, aber wo kam er eigentlich her? Ich zeige dir nichts richtig, wie ihr denkt. Oder? Ist er dort? Doch, da ist er. Da steht er. So, wir halten jetzt mal Abstand. Ja, Mirak hat sich die Drachenseele geklaut. Steht aber da noch. Ja, bleibt der jetzt hier stehen oder wie sehe ich das? Hey Mirak. Ich dachte schon, vielleicht wollen wir ein kleines Pläuschen halten. Ja, ist natürlich jetzt doof. Aber gut, zumindest hat das jetzt geklappt. Auch wenn das natürlich jetzt, ja. Naja, war. Okay, also wir können... Ja, ich frage mich jetzt wirklich, ob wir gar keine Seelen mehr aufsammeln können. Hm, wir werden es vermutlich noch rausfinden. Oh, warum trage ich denn so viel? Haben wir nicht immer noch... Oh, 455 ist ein bisschen zu viel. Ein bisschen. Was haben wir da gerade als aufgesammelt? Wir haben doch nur die Drachenknochen. Wobei Drachenknochen sind natürlich schon schwer, glaube ich. Mal gucken. 15 pro. Ja. Und ich habe auch die ganzen Barren in der Tasche. Das ist natürlich auch nicht so sonderlich hilfreich. Jetzt mal eben, ja, der Stab, der ist nur 8. Ich habe jetzt echt keine Lust, den ganzen Weg nach Hause zu laufen, um ehrlich zu sein. Aber das Gute ist, an der Stelle, wir haben... Ah, die Quest ist schon wahrscheinlich abgehakt hier unten drin. Genau, die Windsteine sind geläutert. Das ist natürlich sehr gut. Jetzt stelle ich mir nur die Frage, hier verkauft nicht einer von euch was? Ich kann gerade echt nur schleichen. Ja, dann nicht noch was drin. Nee. Ich will die Drachenknochen jetzt auch nicht hier lassen, weil dafür sind die zu wertvoll. Mein ganzes Leben lang habe ich noch nie so ein Monster gesehen. Ja, willkommen. Für mich gehört das zum Tagesalltag dazu, Lieschen. Ach, ist doch... Ich habe doch... Habe ich nicht eine Magie, die mir irgendwie meine Tragelast für eine bestimmte... Warte mal, ich glaube, ich habe sogar einen Trank, der die Tragelast für ein paar Minuten erhöht. Stärke steigert die Fertigkeit, schwere Rüstung, sie kommt 30% besser, Unsichtbarkeit, Ausdauer, Magika, Ausdauer, Ausdauer. Hm, habe ich es gerade übersehen? Ich war mir relativ sicher, dass ich einen Trank hatte, der Schlossknacken, Frostresistenz, Tragefähigkeit, da ist er doch. Um 40 Punkte, das reicht nicht ganz, das heißt, wir müssen irgendwas hier lassen. Was können wir mal hier lassen? Ja, Zutaten wiegen natürlich nichts. Ja, außer ein Riesenzeh, den ich immer noch für irgendeine Quest brauche. Und ich weiß nicht genau welche. Bücher. Ich will auch keine Bücher hier. Das Schlüssel will ich auch nicht hier lassen. So, gucken wir. Ja, Barren eigentlich auch ungerne. Glas. Ich bin da echt so ein bisschen... Wir haben noch eine Kinderpuppe hier drin. Die hatte ich schon mal irgendwo. Ja, kommen wir den Korb raus, den Krug raus. Alles, was irgendwie keine Miete zahlt. Netzschleder. Ja, Barren abzugeben ist echt immer so das Letzte, was man machen kann. Scharniere, Schloss. Vier! Die Köpfe! Holy shit. Schneebärenpelz. 3. Ja, komm auch raus damit. So, jetzt können wir den Trank nämlich nutzen. Da können wir wenigstens die Schnellreise nehmen. Wie, ich trage noch zu viel? Wieso trage ich zu viel? Das kann doch gar nicht sein jetzt. Ich habe den Trank genutzt.
Kidding me? Oh, zwei zu viele. Oh, jetzt beeilen. Jetzt muss ich mich beeilen. Jetzt muss ich irgendwas rauswerfen. Komm hier, Rollen raus. So. Immer noch zu viel. Oh, come on. Seriously? Hier, gewürzt. Oh, geht nicht raus, Karotte. Ja, nee, ist klar. Wenn ich das jetzt verdaddel, ey, dann wisst ihr was, Trollfett raus. So. Schon geht's. Jetzt können wir Schnellreise nutzen und wir machen das relativ einfach. Wir gehen in die alte Welt. Porten uns jetzt direkt zu unserem Haus und werden da direkt Zeug, was wir jetzt nicht brauchen, einlagern. Denn diese ganzen Barren, das ist natürlich kompletter Mumpitz, dass ich die Barren die ganze Zeit dabei habe. Wo ich die eigentlich gar nicht brauche. Also, da könnte ich mich so ein bisschen drüber ärgern, dass ich da nicht den Weitblick anfangs für hatte. Aber es ist eh gut, dass wir in der alten Welt sind. Denn, wie gesagt, wir wollen ja schmieden. Das geht jetzt noch nicht, das werden wir wahrscheinlich im nächsten Teil machen. Und ich vermute fast, dass ich mal irgendwo jetzt so 10 Minuten gegen eine Wand hauen werde, damit wir Stufe 35 erreichen. Weil ich will euch unbedingt das Schmieden zeigen. Und dafür fehlt halt noch dieses bisschen zum Level-Up. Ja, und ich glaube, es ist nicht so interessant, wenn ich euch jetzt zeige, wie ich 10 Minuten lang gegen eine Wand schlage. Oder auf eine Stelle hüpfe. Schnell nach Hause. Das war's schon. Wir sind überladen wieder. Verdammt. Ja, wisst ihr was? Dann komme ich jetzt hier irgendwie aus dem Boot. Ja, so, gerade so. Wir werden das so machen. Wir sind jetzt nur 22 Minuten, aber dieses Video war... Komme ich hier in eine Stadt rein? Ja, wäre natürlich auch eine Möglichkeit, in eine Stadt zu gehen und da einfach ein bisschen Zeug zu verkaufen. Aber ich habe so ein Gefühl, dass hier die Tür einfach nur Zierde sein wird. Hoffen wir mal das Beste. Ja, ich weiß, dass ich nicht rennen kann. Geschäftsräume. Ja, das klingt doch gut. Dann beenden wir den Part auch nicht hier, wenn ich jetzt hier noch Zeug verkaufen kann. Aber eigentlich wollte ich ja nichts verkaufen. Diese Rüstung, die ich gekriegt habe, wollte ich ja behalten. Ist keiner hier? Ich meine, wenn hier irgendwo eine Kiste steht, wo ich was einlagern kann, dann soll mir das auch reichen. Ich höre doch jemanden. Ich höre doch... Also, ich höre Freya. Gut zu wissen. So, was haben wir denn hier für ein Büchlein stehen? Ja, nicht, dass die Sache irgendwie besser macht. Bilanz fälschen. Im Buch gibt es nichts. Ah, wahrscheinlich für irgendeine Quest später mal. So, hier haben wir eine Kiste. Wisst ihr was? Wir legen jetzt hier einfach unser Zeug rein. Ich denke ja mal, dass das hier drin bleibt. Alles, was uns zu schwer macht momentan. Das heißt hier sowas wie... Das ist echt nicht schlecht, was ich... Also die Ebenerzrüstung, die wäre natürlich... Aber die will ich eigentlich mitnehmen, weil die will ich im Haus anwenden. Und der Rest, der wiegt ja alles nichts. Hier so ein Jade-Ding. Ring der Illusion. Ring des Knappen. Halskette, Rubinring, Silberring. Ja, das wiegt alles nichts. Also, ich habe auch keine großartigen Waffen jetzt irgendwie dabei. Außer hier vielleicht den Stab. Den lassen wir mal hier. Die Pfeile wiegen eh nichts. Die Zeremonienaxt kann ich nicht hier lassen. Ja, wir kommen einfach nicht drum rum, um ganz ehrlich zu sein. Wir können natürlich auch einfach Barren hier lassen. Und wobei, kommen wir. Wir machen es so. Wir nehmen... Aber wisst ihr was, für den Fall, dass ich die Sachen nicht mehr wiederbekomme, weil irgendwas nicht klappt, ich lasse lieber ein paar Eisenbarren hier. So. Ich lasse lieber die Eisenbarren hier, weil wenn die weg sind, ist das nicht ganz so schlimm. Die kriege ich relativ einfach weiter zurückgekauft. Aber diese Ebenerzrüstung, die müsste ich schon schmieden. Das wäre deutlich aufwendiger. Deshalb glaube ich einfach, dass es momentan der bessere Weg ist, einfach zu sagen, wir lassen die Ebenerzrüstung in der Tasche, gehen nach Hause, lagern da mal ein bisschen Zeug ein. Und gucken mal, ob Ayela mittlerweile da ist, die ja noch nicht an unserem neuen Haus beim letzten Mal angekommen ist. Was mich ja so ein bisschen geärgert hat, wo ich mir dachte, was ist denn hier los? Also es würde jetzt eigentlich passen zu diesem Fail-Part, möchte man fast sagen, wo ihr ja, glaube ich, 2 Minuten lang kein Bild gehabt habt, dass ja jetzt Ayela vielleicht auch noch nicht da ist. Aber ich lasse mich überraschen. Und ich freue mich darauf, Schattenmähne wiederzusehen. Ach, es ist schön, nach Hause zu kommen, auch wenn wir nicht so lange weg waren jetzt. Aber ja, so ein bisschen zwischendurch mal gucken. Hallo, da sind wir wieder. Schatz, mach mal ein leckeres Essen für uns. Oder soll ich dir was kochen? Nicht, dass wir Ayela ihr... Oh, da ist sie. Hey, Babe. Ja, mein Herz. Wie sieht's denn aus? Kohle? Ja, hier ist eure Hälfte, mein Schatz.
Ja, was läufst du denn hier in der Wildnis rum? Kann ich. Hier, ganz frisch. Morgen mache ich die nächste Portion. Finde ich gut, gute Frau. Ich werde hier sein, mein Herr. Oh, jetzt tragen wir schon wieder zu viel. Ja, stört mich jetzt nicht. Wir gehen ins Haus einfach mal und ich werde jetzt hier das Zeug ablegen. Also wir machen jetzt hier tatsächlich einen Cut und ja, hoffen, dass sich die Konsole nicht nochmal aufhängt bei den nächsten Malen. Das wäre natürlich echt kritisch. Wobei wir können auch mal ganz... Jetzt habe ich keine Eisenbarren mehr. Denn ich glaube, um uns hier so eine Rüstung... Wobei, wir haben einen Rüstungsständer noch frei, oder? Lasst mich nicht lügen. Ja, da ist noch einer frei. Wisst ihr was? Packen wir die Ebenerzrüstung direkt da drauf. Weil die... Ich glaube, das passt ganz gut. So, aktivieren Puppe. Ebenerzrüstung. Da ist er. Zack. Ja, sehr schön. Wäre natürlich schöner, wenn hier ein bisschen mehr Licht wäre. Dann würde man sie wahrscheinlich besser sehen. Aber sieht schon mal schick aus. Und ich frage mich gerade, kann ich den einzelnen Sachen hier eigentlich auch Waffen in die Hand geben? Kann ich also zum Beispiel sagen, Cicero kriegt... Ja, was soll er denn mal kriegen? Den Ebenerz... Na, nur mit Rüstung. Okay, 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 okay. Gut, oh, Freya, du bist ja mitgekommen. Warte mal hier. Wo auch immer... Wenn ihr es wünscht. Ja, warte mal hier. Nicht, dass Ayela dich noch sieht. Dü. ihr habt nichts gesehen, liebe Leute. Ihr habt nichts gesehen.